Was sind eigentlich Seifenlagerstätten? Diese Seifen haben nichts mit den Seifen im Badezimmer zu tun. Der Geologe nennt Mineralanreicherungen in Gesteinsschichten auch Seifen. Durch Zerfall und Verwitterung des Ausgangsgesteins lösen sich schwerere und härtere Minerale und können durch Wasser und Wind sortiert und angereichert werden. Sehr bekannte Minerale, darunter sind zum Beispiel Platin, Gold und Diamanten. Wenn sich der Abbau von diesen lohnt, spricht man von den sogenannten Seifenlagerstätten. Und genau an diesen Stellen suchen die Goldgräber nach ihrem Glück. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Wissen ein wenig weiterhelfen und würde mich sehr über ein Like freuen.